Hallo und herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung, zu einem Let's Play. Wer hätte es gedacht? Und zwar zu einem, auf das ich mich unfassbar freue. Zu meinem ersten Konsolen-Let's Play, interessanterweise, und zu meinem Universe-Modus von WWE 2K16. Und das wird episch. Warum? Einfach aus dem Grund, weil wir diesen Universe-Modus mit vielen verschiedenen neuen selbst erstellten Charakteren machen werden. Wer nicht weiß, was der Universe-Modus ist, ja, für den ist dieses Video hier gedacht. Das ist nämlich Folge 0 und zwar erkläre ich hier, worum geht's, wer ist alles dabei, das ganze Roster, welche Shows und wie wird's ablaufen. Das erkläre ich euch hier. In der Folge 1 legen wir dann direkt los. Also, ich werde damit beginnen, euch meinen Kalender zu zeigen. Denn der Universe-Modus läuft so ab. Wir haben hier einen Kalender. Der läuft immer von Montag, Dienstag, Mittwoch. Logischerweise. Und am Montag ist die WWE dran. Am Mittwoch die komplett oder fast komplett aus selbst erstellten Stars. Läuft bei ECW, die es ja leider schon seit Jahren nicht mehr gibt, so. Und am Freitag kommt was ganz Besonderes, ein kleines Schmankerl für all die Herren, aber natürlich auch für die Damen da draußen. Da haben wir Spaß mit einer reinen Frauenshow, mit einer Divenshow bei der PhD, bei der Playhouse Division. Und am Ende des Monats kommt dann immer jeweils natürlich der Pay-Per-View, das große Event, wo dann die Titel alle verteidigt werden müssen. Oder vielleicht eben auch nicht. Ja, wie sieht das ab? Wir sind jetzt aktuell im April und am Montag bei WWE. Das sieht dann so aus. Hier sind, also bei der allerersten Show sind es noch 7 Matches, später werden bei der WWE-Show 6 Matches und bei ECW und bei der Playhouse Division jeweils 5 Matches sein. Wir werden von den ganzen Matches jeweils nur eines uns anschauen, und zwar CPU gegen CPU, weil die CPU einfach teilweise so unfassbar geile Matches liefert. Das könnte ich nie, wenn ich es selbst spiele. Und so ist es für uns alle interessant. Ich werde nur mitkommentieren, meinen Senf dazu abgeben und werde sozusagen mein ganz persönliches Tippspiel am Laufen haben. Und wer mitmachen möchte, der kann das gerne tun. Das heißt, ihr tippt einfach drauf, wer wird gewinnen. Ja, wir werden, wie gesagt, alle Matches bis auf eines skippen. Das heißt, ich drücke auf Viereck und dann sehen wir direkt, wer gewonnen hat, beziehungsweise ob es irgendwelche Events gab, die das Match beeinflusst haben. Das klingt jetzt alles noch nicht so spannend für die, die mit Wrestling noch nicht so viel am Hut haben, aber ich kann euch versprechen, das wird sehr, sehr geil, eben weil nicht nur das Standard-Roster aus 2K16 genommen wird, sondern im WWE-Roster hier ist eben alles enthalten, was an standardmäßigen Charakteren drin ist, also vom Spiel vorgegeben, und ECW und Players Division sind fast komplett selbst erstellt. Aber ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Ihr seht, wir fangen komplett neu an. Ein neues Universum beginnt. Ich bin tatsächlich nervös, gebe ich zu. Wir schauen in die aktuelle Rangliste hinein. Bei der WWE habe ich natürlich von den Titeln her noch nichts geändert. World und Singles Title hält aktuell Tyler Black, aka Seth Rollins. Das heißt, er wird auch beim Pay-Per-View beide Titel dann verteidigen müssen. Ob er das schafft, bleibt jetzt gleich mal dahingestellt. Aktuelle Tag Team Champions sind The New Day, Kofi Kingston und, wie heißt der andere Penner nochmal? Elijah Woods? Ich kann mit dem neuen, ich fange mit die neue WWE da, bin ich raus. Ich war bei der Attitude Era und bei der ECW und so noch dabei, aber dann bin ich relativ schnell ausgestiegen, muss ich zugeben. Und natürlich hat auch die WWE ihre eigene Divas Division. Wer also Angst hat, dass Paige oder Nikki Bella oder eben die Bella Twins nicht dabei sind, etc., die sind hier in der WWE dabei. Dann schauen wir uns das Roster mal an, denn auch hier habe ich ein bisschen aussortiert. Wir haben Seth Rollins, Hauptherausforderer Stone Cold. Viel Spaß, Seth Rollins. Wir haben Stone Cold. Das wird jetzt ein bisschen dauern.
Brock Lesnar, Dean Ambrose, Roman Reigns, Randy Orton, Andre the Giant, Bray Wyatt, The Rock, Daniel Bryan, The Ultimate Warrior, Sheamus, Finn Balor, Bret Hart, Dolph Ziggler, Kevin Owens, Rusev, Sami Zayn, Mankind, Adrian Neville, Hideo Itami, Mark Henry, The Big Show, John Cena, Ryback, Batista, Luke Harper, Booker T, Bad News Barrett, Triple H, Edge, Randy Savage, Jack Swagger, Eric Rowan, Antonio Cesaro, R-Truth, Shawn Michaels, Goldust, Ric Flair, Tyson Kidd, Lex Luger, Christian, Stardust, The Miz, Chris Jericho, Zack Ryder, Kane, Gonzalez, oh, und der Mann, der mich dazu animiert hat, das Spiel zu... also diesen Universe-Modus zu machen. Alle, die Rob Flynn kennen, die werden wissen, was ich damit meine, wenn ich sage, dass ich diesen Menschen diesen Universe-Modus sozusagen widme. Vielen Dank an der Stelle. Also das sind auch ein paar kleine selbstgestellte. Gonzalez, Rob Flynn Senior, Super Dragon, William Regal, Kofi Kingston, Big X, Xavier Woods, genau so hieß er, Titus O'Neil, Darren Young, JBL, Jay und Jimmy Uso, Ricky the Dragon Steamboat, Kalisto, Sin Cara, Bo Dallas, British Bulldog, Victor, Connor, Heath Slater, The Undertaker, X-Pac, Sting, Damian Misto, Curtis Axel, DDP, Vader, Fit Finlay, Ken Shamrock. Und das war's noch nicht, denn es werden hier nur 77 aufgeführt. In Wahrheit sind es aber insgesamt 91 Leute nur im WWE-Roster. Wenn das mal nicht geil ist, oder? Dann ECW, da freue ich mich am meisten drauf. Ach, ECW, das wird so großartig. Sorry. Aktueller ECW World Heavyweight Champion ist Shane Douglas. ECW World Television Championship hält aktuell Two Cold Scorpio, der hier aussieht wie irgend so ein Penner. Ich weiß gar nicht, was habe ich mir bei der Erstellung von ihm gedacht? Ich weiß es nicht. Und die Tag Team Champions sind natürlich die Dudley Boys, Devon und Baba Ray Dudley. Dann schauen wir mal kurz durch das ECW Roster. Hauptherausforderer ist Superstar Steve Austin. Steve Austin mogelt sich irgendwo überall in die Hauptherausforderer rein. Wir haben Cactus Jack, Kevin Nash, Mark Machina, Silverback ist ein Selbstverstellter, Deathwish und Gravedigger sind auch zwei Selbstverstellte. Also fiktive, die gibt's so nicht. Razor Ramon, Raven, Rhino, Roadkill, Danny Doring, Chris Benoit, Gangrel, Jeff Hardy, Matt Hardy, der in der ECW auch nichts verloren hat, aber ich wollte die Hardy Boys einfach als Komplettpaket in der ECW haben. Jerry the King Lawler, Stevie Richards, Jimmy Snuka, Steve Williams, Tommy Dreamer, Kid Cash, Yoshihiro Taijiri. Das habe ich jetzt ausgesprochen wie ein Russe. Mike Awesome, Rob Van Dam, Taz, Scott und Rick Steiner, Lance Storm, Eddie Guerrero, Rey Mysterio Jr., Justin Credible, Super Crazy, Dukort Scorpio, Dean Malenko, Jerry Lynn, Terry Funk, Bubba Ray Dudley und Devon Dudley, Rocco Rock und Johnny Grunge, John Kronos und Perry Saturn, Dusty Rhodes, Axel Rotten, Bellas Mahoney, Jake the Snake Roberts, Rick Rude, Jim the Anvil Neidhart, Bam Bam Bigelow, Mikey Whipwreck, Brian Pillman und natürlich, wie gesagt, noch ein paar andere. Puh. Und zum Schluss haben wir natürlich das Playhouse. Aktueller, also PhD, Playhouse Division, wie gesagt, ne? Aktueller Playhouse Division World Champion ist Victoria Scheer. Playhouse Tag Team Title halten aktuell Doc's Experiment, Dr. Carter und Lady X, bekannt aus Rumble Roses. Und den Playhouse Division Attitude Title hält aktuell The Celtic Beauty. Schauen wir mal durch das Roster, das wird euch natürlich nicht viel sagen, weil die meisten einfach irgendwie selbst zusammengereimt sind. Wir haben Rain aus Blood Rain, Kitana aus Mortal Kombat, Denise, Kong, Mulan, Dixie Clements aus Rumble Roses, Queen Coco, Reiko ebenfalls aus Rumble Roses, Siren, Stunning Sonya, Iger aus Rumble Roses, Lady X, Dr. Cutter, Victim, Puppet und Mystory von den Psychodors, Cleopatra, The German Jalot, das Reaper Girl, Mistress Spencer aus
Rumble Roses, Sharon Sugar, Sandy Claus, Jade Lee, Major Pain, Das Pain Maid, Akira, Warrior Princess Kelly, The Celtic Beauty, Beatrix Kiddo, bekannt aus Kill Bill, Frikadella, bekannt aus Gronk's Sims Let's Play, The Sweet Bride, The Giant Sister, Roxy Shedona, Deep Dive, Fairy Tale, Kelly Fox, Diana Tyler, Fräulein Chaos, Rachel Andrews, Bailey Booker, Miyu Hinasaki aus Project Zero 5 und noch ein paar mehr, glaube ich. Vielleicht habe ich auch nicht mehr reingetan. Ich weiß es nicht. Gut, jetzt kennt ihr das Roster. Ihr wisst ungefähr, wie der Universe-Modus ablaufen wird. Ich denke, für Folge 0 soll das dann mal genug der Information sein. Ich möchte nur eins anmerken, und zwar, falls die Qualität jetzt noch nicht so der Brüller ist, ich bin noch am Experimentieren. Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich von der Konsole aufnehme. Ich werde das Ganze versuchen, in möglichst guter Qualität hochzuladen, aber werde wahrscheinlich an meiner langsamen Internetverbindung scheitern. Aber das ist ein anderes Thema. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage, ja, wir sehen uns in der ersten Folge, die selbstverständlich, was ich am Anfang schon hätte erwähnen sollen, in der Infobox und in der alles Mögliche eben verlinkt und erwähnt und bla 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 ist. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage, bis zur nächsten Folge. Tschüss, arrivederci und good bye.